Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. In diesem Part müssen wir schauen, dass wir da rüberkommen. Oder da hoch. Ich weiß es jetzt nicht so ganz genau. Ist auch irgendwo egal. Jetzt muss das Ganze irgendwie geschoben werden. Und jetzt kommen wir da nicht mehr rüber. So kommen wir rüber. Ja, ich finde es immer wieder so witzig. Ich weiß auch nicht warum. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Ja, jetzt dreht sich das Ganze. So etwa warten auf dieses scheiß Teil da, oder? Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. So nicht. Ich habe schon gedacht, wir würden wieder sterben. Ich sterbe. Meine Güte, was die nicht alles gebaut haben. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Geduld, Lara. Jetzt. Okay, das haben wir verkackt. Und jetzt, ach so, okay. Ich sehe die Stufen, ich sehe die Stufen, ich sehe die Stufen. Oh, halt dich fest, Kleine. Vorsicht, bevor das noch reinbricht, weil das sieht nicht sehr stabil aus. So alt wie das Ding höchstwahrscheinlich ist. Das haben wir gerade noch mal richtig hingekriegt. Okay, das ist alles voll. Und hier haben wir Coins. Ach so, ist es wieder das. Das soll jetzt nicht schlecht sein, aber ich hasse es. Ich hasse es mehr als alles andere. Jetzt brauchen wir hier wieder einen Pfeil. So schön mittig und zentral. Dass es nicht klappt. Okay, das funktioniert einfach nicht. Das müssen wir eingestehen.
Und jetzt klappt das. Aber noch nicht ganz. Wir brauchen ja noch einen. Und dann springen wir dorthin an. So. Ich weiß, ich fühle richtig wieder mal mit. Die alte Stadt ist da. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Okay, ich laber irgendeinen Mist auf Latein. Nee, Griechisch. Dass ich das jetzt erkenne. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan vom Eurovision Song Contest und da höre ich auch manchmal griechische Lieder. Also kann ich das erkennen, dass das griechisch ist. Klingt irgendwie witzig, aber auch nach Game of Thrones. Okay, es ist irgendwie ein alter Orden, von dem ich nichts wissen will. Die sind auf jeden Fall gefährlich auf so griechisches Feuer. Geil! Oder ne, es ist nicht griechisches Feuer. Es sind so viele. Okay. Dann mal runter. Frost!
Oh, das ist ein geiles Quicktime-Event mal wieder. Ich hab gedacht, die sind unsterblich. Okay, das sind solche ähnlichen Typen wie aus Uncharted 3 am Ende. Okay, mit den Jungs ist nicht zu spaßen. Aber so viel antun können die uns nun wirklich nicht. Furchtlos. Ach du Heiliger. Also, was auch immer das für Typen sind, mit denen ist nicht zu spaßen, aber man kann sie ganz einfach auch dadurch erledigen, dass man einfach nur das macht, was ich gerade gemacht habe. Oder schieß doch einfach auf den verfluchten Kopf, verdammt nochmal. Geht es doch auch leichter. Okay, da hinten geht's weiter. Wir sind jetzt dort und da hinten ist irgendwas. Was ich getroffen hat, ist den nicht. Interessieren tut's den auch nicht. Ist er tot? Oh, verdammt! Ja, dass da hinten weitergeht, das kann ich mir schon so ungefähr denken. Aber da unten ist noch einer. Okay, die kommen von da hinten. Sag mal, das ist ja wirklich Dark Souls. Oh Mist, ich sehe jetzt nichts. Ach du Heiliger. Unangenehme Situation. Oder einfach mal ausweichen. Raffalo. Habe ich glaube ich damals immer gesagt. Okay, da hinten geht's weiter. Was auch immer. Das erinnert mich jetzt wieder sehr an den ersten Teil, wo es ja auch diese komischen Ork-Wesen da gab. Oder was auch immer das war. Ne, das waren die Chinesen, die Japaner. Doch jetzt haben wir wirklich uns mit den Göttern angelegt. Nicht cool. Das ist auch nicht cool. Dass wir so weit zurückgestoßen werden von der Explosion da oben. Einfach mal einen Schuss versuchen. Ich habe gedacht, es würde eine Kettenreaktion auslösen. Ach, verdammt nochmal. Geht mir hier nicht auf den Sack. Das hat den nicht gejuckt. Das soll mir recht sein.
Weil so wirklich viel Schaden machen die auch nicht, die Herren. Immer die mit ihren Geräuschen. Ach du Heiliger. Das dürfte ein Spaß werden. Oder halt einmal, wir machen es einfach so. Mist! Jetzt aber. Mach's gut, du Dreckskerl. So. Ihr da oben. Sollten wir das sparsamer umgehen mit der Heilung, weil davon haben wir nur relativ viele rare Möglichkeiten. Ach, fahrt zur Hölle, fahrt einfach alle zur Hölle. Auch wenn ihr da wahrscheinlich schon gewesen seid. So wie ihr ausseht. Oh. Okay, Leute, ich denke mal, es dürfte das Beste sein, wenn ich den Part jetzt hier einfach beende. Wie viel Heilung haben wir noch? Wir haben mehr als genug. Okay, also, ja, ich denke mal, es wird das Beste sein, ich beende den Part hier. Bis zum nächsten Mal, ciao. Haltet die Unsteife, denkt daran, Freundschaft ist Magie.